und herzlich willkommen zu meinem ersten Wochenabschluss im Januar und natürlich damit auch in 2024. Ich habe schon die Bestände bzw. Beträge übertragen. Das sind einmal die Altbestände von Dezember. Also ich habe die Töpfe, wo jetzt beispielsweise noch Geld drin gewesen ist, nicht geleert und habe dann natürlich das, was ich jetzt im Januar neu reingepackt habe, noch mit da drauf gerechnet. Ausnahmen natürlich die Kategorien, die sowieso leer gewesen sind. Ja, fangen wir mit den Lebensmitteln an. Da bin ich im Netto gewesen. Netto und Edeka. Ansonsten meine ich, hätte ich eigentlich noch nichts weiter. Nee, ich war nur bei den zwei Läden. Aber das waren immerhin auch schon insgesamt 85 Euro. Somit bleiben bei den Lebensmitteln für den restlichen Monat noch 165 Euro übrig. Bei Drogerie habe ich nochmal was bei Amazon bestellt. Das waren 14 Euro. Also theoretisch ist noch 1 Euro übrig, aber der kommt gleich in die Kleingeld-Challenge, genau. Gesundheit habe ich ja ein bisschen mehr aufgestockt. Da habe ich auch nächste Woche einen Termin bei Fielmann für eine neue Brille. Ich denke nicht, dass ich die 100, also das müsste schon eine High-Class-Designer-Fassung sein, dass ich komplette 160 Euro dafür ausgebe. Aber ich wollte trotzdem den Topf wieder gut aufgestockt haben. Ich war ja jetzt auch Ende letzten Jahres zweimal krank und dann waren ja ruckzuck 30, 50 Euro auf einmal weg. Deswegen, wollte ich den Topf auf jeden Fall gut gefüllt haben. Katzen, das Einzige, was ich da jetzt nochmal nachkaufen müsste, wäre auf jeden Fall das Trockenfutter. Das ist ja auch immer ein bisschen teurer. Und tanken war ich diese Woche auch nicht. Das ist ja eher ein seltenes Bild. Ab nächste Woche muss ich wieder oder bin ich wieder ein bisschen mehr unterwegs. Ich habe aber noch zwei Sachen bei Vinted erstanden. Und das waren insgesamt 16,50 Euro. Ich nehme aber nur, oder ich habe nur 15 Euro aus meinem Kleidungs-Thinking-Fund rausgenommen in meinen Back-to-Bank-Umschlag. Bei den Einnahmen habe ich auch Sachen verkauft. Also ich habe nicht nur was gekauft, sondern auch verkauft. Das waren insgesamt 20,50 Euro. Also gut, die erste Spalte ist immer ein bisschen. Und es gab auch direkt schon wieder Dividenden zum Jahresstart. Einerseits noch eine Teildividende von Imperial Brands. Das war einerseits Trade Republic, das habe ich ja schon im Dezember bekommen. Und jetzt Anfang Januar war dann auch die Consors dran. Ich rechne ja immer nur die Dividenden, die ich auch wirklich schon auf dem Konto habe. Und wenn sich das dann eben mal so splittet, weil die Consors da ein bisschen langsamer ist als beispielsweise Trade Republic oder ist es umgekehrt, dann kann es eben schon mal kommen, dass ich von einem Unternehmen zwei Monate hintereinander Dividende bekomme. Das hat einfach den Grund. Und wer hat noch gezahlt? Ich glaube Iron Mountain. Also es waren auf jeden Fall zwei. Und das waren insgesamt 21,10 Euro. Das heißt insgesamt Einnahmen von 41,60 Euro. Das übertrage ich einmal noch in die Übersicht. Also minus einmal 115,50 Euro. Und bei plus 41,60 Euro. Dann können wir uns auch schon den Challenges widmen. Ich starte wie immer mit der Kleingeld-Challenge. So, und dann würde ich auch direkt schon... der ist ein bisschen zu groß. Was haben wir denn? Wir haben zwei 1-Euro-Stücke. Und wir haben zwei 2-Euro-Stücke. Ach, perfekt. Das passt ja super. Die kommen einmal ins Glas. In ein neues, denn... Entschuldigung. Das alte ist mittlerweile schon sehr voll. Von den Verkäufen, also 20 Euro, kommen in meine Challenges. Da fange ich erstmal mit meiner Rubbelspar-Challenge an. Jetzt habe ich natürlich, vielleicht sollte ich das nächste Woche umgekehrt machen, weil jetzt habe ich mir alle Münzen geklaut. Ich nehme einfach, ich habe hier noch eine von dem Pirates of Treasure Spiel liegen.
So, also bei der 250-Euro-Challenge, das ist jetzt, ich sage jetzt mal meine Variante, wo ich die einzelnen Felder nochmal getauscht habe, damit ich euch nicht spoiler. Deswegen ist die auch dunkelgrün. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Die blaue und die zweite Version sozusagen der Nachfolger mit den Bergen. Also das stimmt jetzt beides nicht mit dem überein, was ich freirubbel. Und die Werte bei 250 sind 5 € bis maximal 15 €. Jo, schauen wir mal. Ich fange einfach mal mitten in der Mitte an. Und 5 €. Okay. Ich rubbel mal das ganze Feld frei. Perfekt. Das heißt, 5 € kommen schon mal in die Challenge. Dann packe ich noch 5 € in meine Hello Spring Challenge. Da streiche ich das einfach weg. Heute, was haben wir heute? Den 5. 5.1. Also sind hier 10 € drin. Das ist natürlich nur optional, damit zu schreiben. Und die 5 € kommen in den extra Umschlag. Und die anderen 10 €, die jetzt noch übrig sind, packe ich in meinen PlayStation-Topf. Okay. Die Move Challenge brennt ja nicht. Da hat sich auch nichts dran geändert, auch wenn ich voraussichtlich mein Studium dieses Jahr beenden werde und ich ja dann auch geplant habe, umzuziehen, beziehungsweise es sich dann natürlich auch nach meiner Stelle richtet, wo ich dann exakt eine Stelle bekomme. Und dann ist ja auch geplant, dass ich dann umziehe, aber da ist noch nichts fest. Gut, ich brauche natürlich auch eine höhere Summe. Vielleicht sollte ich das doch ein bisschen, ich sage jetzt mal ernster nehmen, bevor nachher doch irgendwie ein Umzug vor der Matte steht oder auf der Matte und ich dann nicht vorbereitet bin, obwohl ich mich genau damit eigentlich darauf vorbereiten wollte. Es ist aber noch nicht fest, ob ich auch wirklich umziehe. Also selbst wenn ich pendel, kann es sein, also in die nächste Stadt, kann es sein, dass es günstiger ist, günstig zur Miete zu wohnen und ein bisschen mehr Benzin zu bezahlen, als umzuziehen. Das müsste ich dann mal schauen. Jo. Oh, das ist ein bisschen verwischt, aber man kann es auch. 130 kann es noch lesen. Perfekt. Dann haben wir die Challenge alle fertig. Sehr schön. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, konntet eure Sinking-Fund-Töpfe gut füllen. Ja, das war vorerst mein Budget. Diesen Monat ist auch wieder der Semesterbeitrag fällig. Das sind auch 270 €. Oh je. Aber abgesehen davon, dass das natürlich ein bisschen, ich sag jetzt mal, mein Weekly Budget ein bisschen ja, nach oben aufstockt, ist das ja alles geplant und liegt ja schon auf der hohen Kante. Sinking Fund sei Dank. Das soll's für dieses Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zugucken. Und falls ihr neu vom Kanal seid, herzlich willkommen. Solltet ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist das schließlich auch gratis. Und ansonsten, ganz egal, ob mit oder ohne Abo, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr bei meinem nächsten Video ebenfalls wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.